was soll ich jetzt erklären? Das sind also Bilder von Ralf Metzenmacher, die ich hier für ihn ausstelle in meinem kleinen Atelier. Ich mache ja nebenbei ein bisschen Bildhauerei. Das ist also meine künstlerische Ader. Diese Bilder, die beiden, die hier hängen, sind die Master Tapes. Master Tapes unterscheiden sich da, dass der Master in dem Moment selbst gemalt hat. Das heißt, die originale gemalten Bilder sind aber nicht die benannten Originale. Diese beiden sind Master Tapes. Alles andere sind Drucke, die jeder selbst nach seinen Vorstellungen farblich gestalten kann. Man sieht es, Master Tape von der Hausfrauenmuschel. Das ist also diese Hausfrauenmuschel, wo ich eben als Master Tape gezeigt habe. Und dann die grüne Hausfrauenmuschel als Original. Original sind die Drucke, wie jeder sie in seiner Farblichkeit haben möchte. Ein schönes Beispiel auch noch, Farblichkeit, Röschen am Döschen hat mit der Weiblichkeit zu tun. Der ganze Zyklus ist Weiblichkeit, bis auf den Feuerbach. Und dann habe ich da draußen im Flur noch eins, das eine ganz andere Farblichkeit hat. Und daran sieht man, dass jeder seine, oder dass der Künstler jedem überlässt, wie er sein Bild möchte. Man sieht es auch auf den Muscheln, die beiden Muscheln zum Beispiel hier. Das ist auch, ich kann sie in Rot haben, ich kann sie in Blau haben oder in Dunkelblau oder Violett. Das Original, die Originalmuschel ist blau, aber ich weiß den Hintergrund nicht ganz genau. Und da draußen, machen wir noch ein Licht, sehen wir an dem Bild, Röschen und Döschen, da hat man nochmal Bildbedingungen verstellt. Oh, so, jetzt ist es gut. Ja, das ist die Farblichkeit. Das Döschen blau, die Weiblichkeit, man sieht es an der Melone, nennt er die Brüste der Frau, und dieses Tattoo, also ein bisschen, um das so schön zu verfeinern, zu schönern und ja, überhaupt. Ich liebe den Künstler, weil er einfach so viel zum Ausdruck bringt. Weiblichkeit, Männlichkeit, Umgang miteinander. Der Feuerbach typisch dafür. Feuerbach hat ein ähnliches Bild gemalt. Das können wir nochmal drauf zugehen. Der hat damals gemalt einen Laienspieler oder einen Gitarrenspieler, der dem Mädchen was vorspielt. Aber das Mädchen damals schon in die Ferne geschaut hat und gar nicht drauf gehört hat, was der junge Mann ihr vorgespielt hat. Und in den 350 Jahren, die seit dem Originalfeuerbach vergangen sind, hat sich nichts geändert. Er hört seine Musik, sie hört ihre Musik. Also es ist nicht viel, hat sich nicht viel geändert. Sie hat damals auch seine Musik gehört, hat in die Ferne hinausgeschweift. Er macht Salut und sie hört ihr ein. Also es hat sich nichts geändert groß. Es ist so geblieben, wie der Feuerbach damals der schon gesagt hat. Ja, was hat man sich groß zu sagen? Oder was sagt man sich? Oder ich weiß es nicht. Ich definiere es immer so, es hat sich nichts geändert. Ja. Ja, so kann ich den Herrn Ralf Metzenmacher seine Bilder ein bisschen interpretieren. Mein Lieblingsbild ist natürlich das, wo sie gerade davor stehen. Miss Lanzarote, ja, mit ihrer Schönheit, Farblichkeit, Schönheit natürlich was anderes. Nicht Schönheit von Person, sondern Schönheit vom Gemalten, diese Farblichkeit, diese hervorragenden Brüste, diese schönen Beine, diese Oberschenkel und dann auch dieses kleine Tüchlein als, ja, als kleinen Gag. Das ist mein Lieblingsbild. Ja. So, das war so die Ausführung für Ralf Metzenmacher. Oder nicht für, ich würde sagen, das ist die Ausführung, so sehe ich deine Bilder. Und ich stelle sie ja aus, damit jeder Zugang hat. Das ist so mein kleiner Privatbereich.
Und da stelle ich den jedem, der ein bisschen Interesse hat, Rallye-Bahn oder Ralf Metzmachers Bilder zu sehen, den führe ich dann da rein und lasse die Bilder auf jeden Einzelnen wirken.